In der nächsten Woche werden wieder alle schwer damit beschäftigt sein, ihre Wahrheiten bis zum Äußersten auszudehnen. Herzlich willkommen zu Clipping. Jessica und Dana wollen heiraten, damit Dana den kleinen Maxi adoptieren kann. Doof nur, wenn nicht alle darüber informiert werden und gewisse Leute in ein Treffen mit der Dame vom Jugendamt platzen. Ne, Marlene? Also wir führen eine stabile, eine sehr, sehr, sehr stabile Partnerschaft in einer stabilen Umgebung. Ja, wir haben uns entschieden, die Partnerschaft jetzt auch offiziell zu machen. Vor allen Dingen wegen Maximilian. Und natürlich, weil wir uns lieben. Das ist ja klar, Schatz. Und der Vater des Kindes? Der Vater des Kindes, ist Ihnen bekannt? Ja, ja, natürlich. Aber das war was ganz Kurzes. Verstehen Sie? Ja, das kommt ja in den besten Beziehungen vor. Aber wir haben uns gemeinsam entschlossen, die Folgen zu tragen. Verstehe. Hey, na ihr zwei? Ja. Also wenn man euch beide so sieht, dann könnte man fast meinen, ihr werdet ein Paar. Victoria ist stolz. Sie hat einen Preis für personalwirtschaftliche Innovation gewonnen. Zur Preisverleihung soll sie 3 Tage nach Hamburg fliegen. Allerdings sieht es so aus, als ob Thomas und die Schwangerschaft ihr einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen. Mal sehen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein paar entspannte Tage. Ach so, genau darüber wollte ich noch mit Ihnen sprechen. Ich plane eine kleine Reise. Ach, ein paar Tage Urlaub sind ja immer gut. Wohin geht es? Nach Hamburg. Aber es ist kein Urlaub, es ist eine Geschäftsreise. Also nichts Anstrengendes, nur 3 Tage. Also wenn diese Reise nicht zwingend erforderlich ist, würde ich Ihnen ganz klar davon abraten. Frau Wolf, Sie sind nicht mehr die Jüngste, es ist eine Risikoschwangerschaft und Sie sind ja auch schon in der 33. Woche. Das heißt, Sie verbieten mir zu fahren? Verbieten nicht. Käme ich dazu, aber Sie müssen selber wissen, was für Sie und das Kind am besten ist. Aber ich denke, es wäre besser, wenn Sie sich schonen. Ja, das werde ich. Danke für den Rat. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, nee, kriegt man hier einen Parkplatz. Hey. Und? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, alles okay, dem Kleinen geht's super. Ja, was ist jetzt mit Hamburg? Was soll damit sein? Kein Problem. Genau, wie ich dir gesagt habe. Der Nächste, der die Wahrheit nicht ganz so ernst nimmt, ist Sebastian. Das Gutachten über Ansgars Gesundheitszustand gefälscht, beschäftigt er sich mit dessen Absetzung. Aber Ansgar wäre nicht Ansgar, wenn er nicht noch eine kleine Überraschung auf Lager hätte. Liegt eine Geschäftsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen vor? So ist der Familienrat berechtigt, diesen Vorstand abzuwählen und durch einen neuen, von ihm gewählten Vorstand zu ersetzen. Hier. Ich denke, wir können dann zur Abstimmung kommen. Alle, die für Ansgars Abwahl als derzeitigen Vorstand stimmen, bitte ich, die Hand zu heben. Wird die Hochzeit platzen? Wird Victoria auf Geschäftsreise gehen? Wird Ansgar auf die Intrige Sebastians reinfallen? All das seht ihr nächste Woche in der Verbotenen Liebe im 1. um 18 Uhr.